Ja, Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge zu Train Simulator 2020, Folge 2. Es ist die zweite Train Simulator 2020 Folge. Und zwar habe ich mal was überlegt. Und zwar fahren wir heute. Ich habe mir vor ein paar Monaten oder letztes Jahr kam ja die BR425 raus von TSG und ich habe mir so gedacht, diese DTG Scheiße wegzumachen. Ich habe ja schon mal ein Let's Play gemacht und zwar war das mit der Standard BR425 von TTG und ich habe die das Szenario hieß die Winterbahn und ich habe mir nämlich die umgewechselt von TTG von der TTG auf die TSG 425 und ich habe gesehen, das Video kam nicht so gut an. Kann sein, dass ich nicht geredet habe, kann sein aber auch, dass ich hier nicht die TSG-Version gefahren bin, sondern diese TTG-Mister. Mit Soundpack von Morphe, glaube ich, war das und ja, ich versuche heute halt auch mal mein Glück damit. Und zwar starten wir das Szenario jetzt. Ich hoffe, heute geht alles. Rund. Und ja, ich habe ja gestern Abend oder spätabends halt ist ja mein LS19 Video erschienen. In letzten oder jetzt in den Zeitpunkt muss ich mal ganz kurz gucken. Tun das mal ausmachen. 6 Aufrufe im Moment und ein Kommentar von meinem Klassenkamerad. Liebe Grüße, Max, sieh dir auch nach Hause. Und ja, ich versuche heute nochmal ein TS-Video zu machen. Es ist wieder das erste Video 2020 mit einem Train Simulator Folge, weil ich damals TS entweder Performance wieder Probleme hat. Er habe ich doch gestern schon erwähnt. Ging nicht so richtig. Und müsste jetzt eigentlich wieder funktionieren. Und wir fahren halt, da habe ich mir gedacht, fahren wir nochmal die Winterbahn auf Frankfurt Highspeed. Natürlich habe ich hier auch das Streckenupdate drauf mit den neuen Gleisen und neuen Vegetation. Also hier Gras und so weiter bringen. Also die Frankfurt, Freiburg, Basel habe ich, also Gleise sind mit verbaut. Link dazu unten dann auch in der Videobeschreibung sowie zur Strecke und zum Streckenupdate und zur BR425. Ja, ich melde mich wieder, wenn der TS gestartet hat. Bis dann. So, das sind wir wieder. TS hat gestartet, ja, hier am Mannheimer Hauptbahnhof ruckelt das halt ein bisschen. Guten Abend, Lokführer. Unsere Passagiere wollen sich aufwärmen. In dieser schneereisen Nacht übernehmen Sie die Steuerung des DBB R425 auf einer Passagierfahrt mit mehreren Zwischenhalten von Mannheimer Bahnhof nach Biblis. Bitte lassen Sie die Fahrgäste hier zusteigen, bevor Sie abfahren. Das machen wir. Unsere wunderschönen 425 von TSG, ich finde die, der ist der Hammer. Die ist Hammer geschaltet, sieht viel besser, viel besser aus als die Standardversion. Und ja, tun wir es nochmal aufrüsten. So. So, die ganzen Sicherheitssysteme, die VPCB. LZB, das können wir nach vorne schalten. Das machen wir an. Ja, hier am Hauptbahnhof ruckelt das ein bisschen, aber dies gibt sich dann in der Zeit. So, jetzt machen wir erstmal hier wieder die. Das ruckelt, das heißt, ich sowas von Dresden vom heute nie Biblis. Hier war es der AP2 nach Biblis. Genau, Fahrzeit 35 Minuten.
Wir können hier auch die Fenster öffnen. Was können wir denn noch? Was? Die Türen können wir öffnen und schließen. Also manuell kann man das immer machen oder ganz normal, wenn man T drücken tut, öffnen sie sich, und wenn hier da unten abgelaufen ist die Zeit, schließen sie sich auch. Aber wir können jetzt links steuern, wir können jetzt rechts da steuern, wir können schließen, wir können jetzt schon schließen. Und ja, also hier gibt es vieles, vieles, was verbessert wurde. Wir können auch hinten die Rolles runter machen. Das machen wir jetzt auch, dass uns Kinder von hinten anklotzen dort, wie wir und wie wir fahren. Genau, Fenster können wir auch machen, aufmachen, so Scheibenwischer, Rollo. Sehr schön. Instrumentenbeleuchtung haben wir an, Uferplan, das machen wir dann, wenn wir hier aus dem, obwohl eine Frau ist, dass wir wenigstens noch ein bisschen Performance hier haben. Ja. So, wir fahren heute nämlich über Handelshafen Neckarstadt, Lutzenberg, Waldhof, ja, oh, Abfahrt. Gut, wir haben hier keine Verspätung. Lampertheim, Bürstadt-Haltepunkt, Bobstadt und unsere Anstation Biblis für heute. So, fahren wir los. Machen wir mal schnell aus dem Fenster. Gut. Auch hier. Den auch innen zeigen wir dabei. RB2 Biblis. Sehr schön. Sound ist richtig schön. Der klingt wirklich am Original. Ich habe noch nie eine 425 gesehen, aber ich denke, oder ich habe halt andere YouTuber schon gesehen, die das Stil Baureihe gefahren sind, und die haben gesagt, der klingt so auch wie echt. Auf die Performance. Die wird dann sowieso besser, wenn wir hier aus dem Hauptteil hier raus, also aus dem Hauptbahnhof hier. Genau, Ansagen gibt es hier keine, die muss ich selber sprechen. Leider. Wurde lieber, keine Ahnung, Ansagen. Oh. Gibt es halt keine. Ist aber nicht so schlimm. So. Bremsen hier. So. Nächste Station, Mannheim Handelshafen. Ausstieg ist dort in Fahrtrichtung rechts. Kommen wir dann auch in die LZB, dürfen wir auch 160 fahren. Jetzt dürfen wir auch noch nicht mehr fahren. Natürlich doppelt, sie haben auch eine Doppeldaktion hinten dran. Mal die Tastatur mal anders hinlegen. So. Schon auch am Handelshafen. Grüß dich, AB2, Gegenkurs. So, sind wir sogar pünktlich da gewesen. Sehr schön. Ja.
Warten, warten, warten. Naja. Gefüllt. Nee, die Oberleitung ist da. Okay. Sieht so aus, dass die Oberleitung nicht da wäre. Aber. Was ich hier, was mir gestern auch aufgefallen ist, dass die Fahrgäste hier einen relativ großen Schritt machen müssen, dass sie hier in die Baureihe reinsteigen können. Also, wenn du einmal zack, liegst du auf den Gleisen. Also, das ist ein bisschen blöd gemacht, aber man will sich ja nicht beschweren. Machen wir noch ein schönes Screenshot. Machen wir es so. Ja, ich weiß. Zack. Schließen wir die Türen. Sehr schön. Und dann können wir abfahren. Nee, ich brauche das nicht. Das komm ich gar nicht klar mit den Bremsen hier. Das war die Umschalttaste. Oh Gott, die Autotaste war die Umschalttaste. Also ich muss wieder mal sagen, die 425 ist das beste Fahrzeug, was es von CS 20 gibt. Also soll ja auch bald irgendwann mal der ICE1 rauskommen von 3D-Zug. Ist ja auch noch nicht so richtig, dass im Termin draußen, wann der kommen soll. Aber denken alle, dass er schon dieses Jahr kommt. Und der wird auch, der ist auch dann schon modernisiert. Also dann hat er schon die Displays drin, wie beim ICE4 so. Oder vom ICE3 halt solche modernen Displays. Und nicht mal so hier mit Haronadel und dort. So, wir dürfen 160 fahren. Nur aber wir dürfen auch nur die 160 fahren, wenn wir in der LZB sind. In der PZB ist die Geschwindigkeit auf 140 km pro Stunde begrenzt. Weil irgendwie mit den Bremsen damals Probleme waren. Da konnte nicht richtig bremsen. Oder irgendwie war das mit den Bremsen und da haben die gesagt, die DB, weißt du was, wir tun ihn jetzt auf 140 begrenzen und in der LZB darf er 160 fahren. Und es lang, du bist ja 5. Sind wir sogar zu früh schon da gewesen? Oder naja, die 10 Sekunden kommen auch nicht jetzt drauf an, aber ja, ich hoffe, dieses Video kommt besser an als das andere Video mit der TTG 4, TTB, TTG, ja, TTG, nee, TTB. TTG, Gott, TTG, ich hab's rausgefunden. Dass es besser ist als das TTG für 25 Video. Weil, ja, weil das war eigentlich auch schon relativ gut, nur ich habe nicht geredet, ich habe nicht so der, keine Ahnung, ich habe euch die kaum gezeigt hier und ja. Ist halt ein bisschen enttäuschend für die, die das geguckt haben. Ne, haben gedacht, oh, jetzt kommt mal so ein Twin Simulator und dann kommt raus, ach, der Typ labert ja nie. Brauche ich das auch nicht gucken. Sage ich gleich, mein Kumpel hier guckt das ja nie, das ist, der hat nie geredet, das ist ja langweilig. Für 35, 40 Minuten hier rum und was weiß ich und sagt keine Infos dazu. Ich habe jetzt gar keine Ansage gemacht. Naja, sind trotzdem einige ausgestiegen. Fernlicht an, dann sehen wir ja gar nichts. Oh, ist das geil! Ist das geil! So, jetzt machen wir uns mal hier raus. Ich bin mal eine schöne Ansicht. Nee, Mist. Sieht ja auch, man sieht nichts abends, also das ist klar. Aber hier die Oberleitung, die
reflektieren halt, also die blitzen. Also braucht man nicht an, ja. Und das mal das an, so. Aber schon mal leicht bremsen. Nächste Station, Mannheim, Lutzenberg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, ICE. Hier bin ich gestern übrigens reingeschlichen. Mit 20 km/h in den Ball. Ich habe auch gedacht, ach du Scheiße. Also wie jetzt, ich bin so schnell abgebremst und zack, bist du schon auf 120 km pro Stunde. Ja, Türen gehen trotzdem auf. So, und jetzt kann man. Bei km/h kann man schon die Türfreigabe einfach reingeben und dann öffnen die auch schneller. Ja. Was gibt's Neues? MG2 gibt's hier so nicht so Neues. Doch, es gibt was Neues. Und zwar ist die Woche jetzt das Berlin X10 Update erschienen. Die 1.3. Da haben wir jetzt auch einen neuen Artron drin, ne? Ich werde dazu auch noch, denke ich, noch mal ein Video machen auf der Linie X10. Bestimmt. Oder auf dem Metrobus auf der M19 oder M29. Kommt darauf an, auf was ich Lust habe. Und ja, also da wurde vieles von neu gemacht. Und ja, bin ich mal gespannt. Ich finde, das Update ist gelungen. Du hast jetzt eine modernere Kasse, aber erst ab Jahr 2014 oder Spieljahr 2014. 2013 haben wir noch diesen alten Almax, den wir auch davor dem Update hatten. Im MANDD natürlich. Und jetzt haben wir halt diesen modernen Bordcomputer. Der ist wirklich, muss ich sagen, echt der Hammer. Das ist ja wie ein Traum. Das ist ja, also. Also ich war begeistert, das war nicht nur ich begeistert, waren auch noch andere YouTuber, die haben sich gezeigt haben an dem Tag, waren sowas von begeistert. Hab gedacht, hä, was ist denn jetzt schon wieder Update? Oh, ich geguckt, oh, Berlin liegt hin, da war meine Freude wieder da. 1.3 ist erschienen. Also, trotz des Coronavirus ist das Update erschienen. Ja, dann hat noch Wuppertal ein Corona-Update bekommen. Das musste man sich aber auf die Facebook-Seite oder aus der Facebook-Seite herunterladen von Projekt Electric Driftway Group, weil irgendwie mit Steam irgendwie eine Macke und ging nie. Musste man sich das dort von dort runterladen. Denn dasselbe gilt auch für München. Musste man sich auch von Facebook her aus herunterladen. Auch wieder mit Steam irgendwas zusammenhängen. Ja, dann hat der Projekt Potsdam auch ein Corona-Update gemacht, und zwar für den MANDD. Und zwar steigen dann die Leute, wie auch schon im Wuppertal und jetzt im Münchner Bus, hat er ja die Abs haben wir ja Absperrung, und dass die Leute eben nach hinten ein mehr vorne einsteigen und dem Fahrer irgendwie, ne, dass der Fahrer geschützt bleibt. Und ist bei allen dreien gut gelungen. Im Wuppertal ist das so ein bisschen lieblos hingeklatscht. Ne, das ist nicht so schön. Da gefällt mir das von Projekt Potsdam, beziehungsweise aus dem Video von München, der das gemacht hat, sieht das viel, viel schöner aus, finde ich. Also da wurde es mit Liebe gemacht. Ja, wir haben ja auch Corona-Ferien jetzt, nur noch 4 Wochen. Die erste Woche ist schon fast wiederum. Mich persönlich kotzt es an. Ja, ich weiß, es gibt welche, ich habe mich auch, ne, mag keine Schule. Ich gesagt, okay, 3 Wochen. Ne, es sind halt 5 Wochen geworden, bis nach den Osterferien, und dann wird nochmal entschieden, wie die Lage ist, ob nochmal. Aber dann komme ich nicht mehr mit der Schule hinterher. Ich habe nächstes Schuljahr meine Prüfung in der 10. Na gut, das ist noch ein bisschen hin. Aber
Ne? Mir fehlt das Praktikum jetzt. Wurde ja auch abgeblasen. Wurde ja alles abgesagt. Ich glaube, Klassenfahrten wurden abgesagt. Praktikum, ne? Wurde abgesagt. Alles mögliche Schulveranstaltungen und so weiter. Ist ja alles abgesagt worden. Und Schulen sind ja auch überall jetzt zu in Deutschland. Es kriegen jetzt alle beziehungsweise digital halt Aufgaben geschickt von per E-Mail. Ich musste meine letzte Woche Dienstag holen, weil meine Schule noch nicht so weit ist. Erst wenn ich aus der Schule raus bin, also es bedeutet nächstes Jahr aus der Schule raus bin, herzlichen Glückwunsch, konnte das Ganze, hätte ich das sagen können, ganz ehrlich, das hätten sie doch viel eher machen können. Nee, machen sie nie. Machen sie erst später. Naja. Andere Schulen haben ja natürlich schon per E-Mail Aufgaben bekommen oder kriegen per E-Mail Aufgaben. Was ich besser finde, da musst du nie immer erst mit dem Auto rüberfahren oder rüberlaufen. Was ich gar nicht erst anstrengen. Aber ich muss dir die Lehrbücher holen, sonst hätte das nicht geklappt. So, machen wir ein bisschen das Fernsehen nochmal an. Ja, Bayern hat ja auch die erste, naja, es ist keine Ausgangssperre, sondern sowas ähnliches wie eine Ausgangssperre jetzt vollbracht. Ich denke mal, nächste Woche hat ganz Deutschland eine Ausgangssperre. Würde ich jetzt fast behaupten, mal. Denkt man, hätte man eher was machen. Hätte man eher gesagt, ja, wir machen jetzt schon was. Ne, das war klar, dass das zu uns kommt. Aber nein, wir haben eine Kanzlerin, eine Inkompetente, die nicht weiß. Die hat bestimmt gedacht, ach, das Virus kommt nie, das gibt bestimmt so ein paar, naja, so 100 Erkrankte daran. Na, nie. Nee, es ist schon eine ganze Pandemie. Und die macht immer noch das. Ja, gut, jetzt hätte schon alles geschlafen. Ne? So ist es nie. Also man hätte schon eher was machen können, man hätte schon eher sagen sollen, okay, es gibt halt schon Grenzkontrollen verstärkt, ne? Man kann sagen, okay, es wird jetzt Konzerte erstmal so auf bis 1000 Leute und nicht mehr. Nein, nö, die haben ja bestimmt gedacht, ach, weißt du was, das kommt bestimmt nicht zu uns, das schafft es gar nicht bis zu uns. Nein, das haben wir ja gemerkt, das kommt so richtig erst zu uns, ne? Ich glaube, jetzt sind es über 8000, 7000. 7000 bis 8000 sind das schon jetzt. Also, das ist schon krass. Also, mich hat zum Glück noch nicht begriffen. Nur kaum draußen. Ich habe keine Angst, aber was ich auch nicht verstehe: Diese Hamsterkäufe. Klopapier, hoffentlich Klopapier und dieses Dosenbelumpe, ne? Klar, das hält sich lange. Ne, das hält sich, kannst du unter nächstes Jahr, aber man muss sich mal vorstellen, bei uns im Lidl ist das komplette Klopapier, es gibt fuck ausverkauft, es gibt keine Haferflocken, Dosen und so weiter, das ist Fehlanzeige, gibt's gar nichts. Also ist schlimm. Und dann tun sie hier für die Babys hier diese Feuchttücher noch wegnehmen. Wo man auch sagen kann, ihr ganz ehrlich, das habt ihr mal alle Latten am Zaun. Also, es ist ja. Ist ja schlimm sowas, ey, Hamster. Nur, und dann ist es nämlich. Lass es bis Anfang April gehen, dann kommt der Sommer, dann ist es weg, dann stehen die alle da mit ihren Dosenreserven und dann schmeißen das alles weg. Das wird dann auch keiner mehr haben. Denken so. Ach ja, na gut, das schmeißen wir jetzt weg, ist ja vorbei, ne? Haben wir umsonst eingekauft. Nur genau. Macht man nie. Das ist Lebensmittelverschwendung. Mann! Da sollen sie nicht so viel einkaufen, sollen sie ganz normal einkaufen. Ne? Und was sie mit Klopapier wollen, weiß auch keine Sau. Jetzt sagen sie alle, das Coronavirus kann eine Durchfallerscheinung. Ne? Toll. Durchfall. Du brauchst auch so viel Klopapier. Ja. Also hätte man eher was gemacht. Wäre das gar nicht erst jetzt so weit gekommen, finde ich. Oder denke ich.
Da habe ich in der Schule damals gesagt, es hätte einfach nicht so weit kommen können. Das hätte man eher was gemacht. Dann könnten wir jetzt noch in die Schule gehen. Ach, na gut, für welche ist das so gut? Mal, endlich mal keine Schule, ne? Und dafür zu Hause Aufgaben machen, wo du sagen kannst, ach, die mache ich morgen. Gut, es gibt bestimmt auch Schulen, die sagen, du musst das in den Zeitraum abgeben. Na, dann kannst du nicht sagen, das mache ich übernächste Woche erst und ich soll es aber schon nächste Woche abgeben. Na gut, dann geht's nie, aber. Naja. So, das war das Thema. Was gibt's noch? Ja, gibt's eigentlich nicht. Doch, es gibt eine neue Strecke für den Train Simulator. Und zwar ist das. Was, wie heißt die? Muss ich ganz kurz mal im Internet gucken. Ich glaube, das ist eine. Das ist eine Bodenseelinie oder was das ist dort. Muss ich mal ganz kurz gucken. Ah, hier haben wir Schaffhausen-Kreuzlingen. Das ist eine Strecke von Wolfit Games. Da gibt es auch eine wunderbare Lok oder Triebwagen von der Schweizer. Von der Schweiz. Das ist, glaube ich, eine Schweizer Strecke. Ich glaube, die geht bis nach Deutschland. Weiß ich gar nicht. Ich habe die für 31 Euro Tuschmark oder für 30 Euro Tuschmark keine Strecke kaufen. 10% Rabatt, gut. Aber trotzdem, muss ich mir nie holen, das ist ja ganz schön. Für wie, ich weiß gar nicht, ich glaube 24 oder 41, 40 Kilometer. 31 Euro. Gut, es gibt Strecken, die teurer sind, aber hätte man da ein bisschen überlegt, okay, machen wir mal ein bisschen weniger, zu so 25 Euro. Gut, hätte so gereicht. Aber ja, es ist ja nicht so schlimm. Hoffentlich für die Geld, ne? Naja, was kann man machen? Nix kann man machen. So, jetzt halten wir ein. Es wird auch mal eine Tagfahrt geben. Oder 4:25, dass man hier oben auch richtig sieht und hier im Dunkeln. Hätte ein schnelles Spiel Szenario machen können, aber ich wollte dich nie. Ich hab gedacht, weißt du was, tust du mal da mal das Video zeigen, was du damals gemacht hast. Wir sind ja auch gleich am Ende. Sehr schön, also ich finde auch hier Doppeltraktion, ne? Also Viertaler Doppeltraktion. Ich habe das so gemacht, dass es wenigstens so wie in der Aufgabe aussieht, ne? Nicht nur ein Teil, sondern auch zwei Teile. Hier fällt auch im Szenario fällt er eigentlich die DDG. Aber wollte euch nicht so ein Produkt zeigen, was Schwachsinn ist wie damals. Darum haben sie so ganz wenig angeguckt, denke ich mal, weil die dachten auch, nee, guck mal, jetzt ist da schon eine schöne 4,25 rausgekommen. Wieso musst du die zeigen? Wir können das nicht mehr sehen, diese TTG Mist. Ja, konnte ich auch nicht mehr. Oh. Jetzt haben wir es ja in meinem Fuhrpark von den ganzen Bussen. Bin ja nämlich auch Busfahrer hier, oder Lokomotivführer ist auch Busfahrer. So. Genau. Bobstadt und dann haben wir es doch schon geschafft. Haben wir den ab? Ja, 20. Wo können die noch mit 35 Minuten? So, machen wir die Tür zu jetzt 23.
23, ich mache immer pünktlich die Tür zu. Wenn jetzt 23 steht, mache ich schon 23 die Tür zu. Keine Minute länger. Man sollte eigentlich die auflassen, bis die ja in echt sind. Wenn sie im Laser ist, ist das wurscht. Die steigen trotzdem ein. Es interessiert die nicht, dass die hier die Türen zu sehen. Wenn da dann noch nicht durch ist, steigen die halt nur ein. Wenn die Türen zu werden. Aber wenn ich jetzt gar nicht aufmachen muss und nur T drücken muss, steigen die trotzdem ein. Ja. Aber das ist nicht die von Steam. Es gibt ja auch auf Steam eine, aber ich weiß nicht, ob das die selbe ist oder ob die irgendwie andere Funktionen hat oder so oder andere Tasten kommen. Ich habe die von 3D-Zug mir direkt gekauft. Ohne welche Abstriche zu machen. Wieso ist das hier so hell? Und das? Wusste okay noch. So. Nächste Station, Bobstadt. Ausstieg ist dort in Fahrtrichtung rechts. Interessanten ist ja klar, dass ich auf sich kleide. Auf B gibt's hier nicht, aber ist ja nicht so schlimm. Ich bin schon am Mikro gekommen, ey, ganz ehrlich. Mal ein bisschen stärker abbremsen. Oh, Vollbremsung. Die zweite Vollbremsung. Mach die Schnellbremsung rein. Die Türen gehen trotzdem noch auf, aber. Meine Fresse, du im Winter. Mach im Winter, wenn Schnee liegt, nie eine Vollbremsung. Wir hätten es im echten Moment nicht so durchgerast, trotz dieser Schnellbremsung. Ich weiß nicht, wie das. Ich mache jetzt hier die Fenster nicht auf, aber. LCB liegt auch. Nicht nur schnurgerade, sondern auch ein bisschen verwackelt halt. Das sind ja die Gleise von Freiburg-Basel. 10:25 Uhr. Ah, passt mal Teilung, ne? Fahrgastinformation. So sieht es eigentlich doch viel besser aus, aber so sieht es ein bisschen. Abfolgt eigentlich 26, machen wir die Tür zu. Wir hätten uns Minus drücken können. Also, ganz einfach, wenn ihr die Türen jetzt manuell öffnet. Ich denke verständlich, Minus ist rechts, Komma ist links und Punkt ist schließen. Sehr wie hier, ne? Das ist Minus, das ist Punkt und das ist Komma. Aber auf nicht auf dem Numpad, sondern auf der stinknormalen Tastatur. Und ich hätte schon gesagt, Numpad Plus oder so, ne? Nein, es ist Minus Plus, Minus Punkt und Komma. Ist eigentlich schnell. Verständlich, dass das eigentlich dasselbe wie hier der Bahn, nur halt da steht nie Minuspunkt und Komma, sondern die gewissen Zeichen für Tür rechts, Tür links und schließen. So, noch mal richtig beschleunigen und dann. Können wir schon mal rollen lassen. Normalerweise ist ja keine Verspätung hier. Der Karriere ist ja kein Standard-Szenario. Wenn man jetzt 5 Minuten zu spät kommen wird, kriegen wir trotzdem noch ein Häkchen. So, mal gucken, mal sagen wir das Ende. Einfach rollen lassen. Ja, so sage ich mal, das war's hier für das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Und lasst doch bitte Daumen und Abo da und aktiviert die Glocke, so dass ihr nichts, keine Videos mehr verpassen tut. Überhaupt nichts mehr verpassen tut. Auch Livestreams und so weiter. Wenn wir heute kommen, bis jetzt kamen wir eigentlich keine. Und ja, wo ist immer dabei schon gefahren? Oh. Ne? Lasst ein Abo da und ich sage mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, eure Luis LP. Nächste Station, Biblis. Aufstieg ist in Fahrtrichtung links. Sage der Fahrgäste, dieser Zug endet dort. Wir bitten dort alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Mitfahrt und wir danken und sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. So und tschüss.